Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier in Zweibrücken. Wir sind ja gestern spät nach Hause gekommen, 22 Uhr und jetzt machen wir aber als erstes mal unser Beet. Oder unsere Beete. Wir brauchen dazu erstmal unser einfaches Säckchen. Ich hoffe, dass das reicht. Ansonsten muss ich zur Mathilda aufschlitzen, muss nochmal so ein Ding kaufen. 66%, ein Drittel haben wir weg für das eine. Also müsst ihr zwei Drittel für die zwei brauchen. Müsst ihr eigentlich so logischerweise so hinhauen, oder? So. Was ist denn das für ein Eimer? Wo holen den Eimer her? Gut. Das einfache Säckchen, das legen wir uns jetzt erstmal. Auf der 1, was war denn dort? Ach, da war die Steinaxt, alles klar. Das legen wir auf der 1. So, das brauchen wir auf der 1. Und da fällt Dinger. So, so muss man unsere Hacke. Haben wir die noch dabei? Ja, auf der 5. Mal sehen, ob die uns noch übersteht hier. Wie viel hatten die noch? Ja, wir gleich. Oh ne, die übersteht es nicht mehr. Doch, wir könnten es noch schaffen. So, jetzt holen wir uns den Samen. Wir riechen schon wieder. Der wird aber immer schnell dreckig. So, da tun wir mal die Hacke raus. Er hat noch 20%. Dann nehmen wir die Kohlsamen. Die 21. So, unser Säckchen. Cool zusammen. Thank you.
Na, ich eine bin es, dass der Sack nicht reicht. Wäre aber unlogisch. Hühnerstall ist freigeschaltet. Guck an, wir können Hühner zulegen. Oh ja, es hat gerade so gereicht. Alles klar. Haben wir auch Glück gehabt. Wäre ja unlogisch gewesen, wenn ich ein Drittel für ein komplettes Feld brauche, dann brauche ich zwei Drittel für zwei komplette Felder. So, das hätten wir geschafft. So, machen wir jetzt den Quatsch und laufen nochmal vor zum Unigost. Sprich mit Unigost. Wie spät haben wir es denn? Was zeigt denn unsere Uhr? 9.33 Uhr. Und dann latschen wir, flitzen wir nochmal vor. Jetzt gibt es eigentlich nichts zu trinken. Dass wir nicht betrunken werden wieder. Wir müssen aber erstmal was essen. Wir müssen erst einmal was essen. Und zwar futter ich nämlich mal eins. Was bringt denn so ein Kugel? Keine Ahnung. F. 1, 2, 3, 4, 5 Kohlköpfe packe ich mir mal ein. Da gehen aber dann die Winde. Oh je, oh je. Bei Kohl, wenn wir so viel Kohl essen, das bläht doch wie verrückt. Vielleicht laufen wir dann etwas schneller. Sechsmal Kohl gegessen. Dann haben wir noch dabei. Oho. Nicht mehr. Einen Haferbrei hätten wir noch. Alles klar. Haferel, Vierer. Ne, die wollen wir nicht trinken. Aber wir haben noch 60 Beeren. Die hauen wir erstmal rein hier. So, jetzt haben wir noch 20 Beeren und wir sind auf 100% satt. So, und jetzt laufen wir vor. Nochmal zum Unigast. Aber zuvor machen wir das hier mal. Gib einen Fertigkeitspunkt in einem beliebigen Fertigkeitsbaum aus. Da gucken wir hier rein. Fertigkeiten. Und auch haben wir viele. Wir haben erstmal hier unter Gewinnung. Dann haben wir in der Jagd haben wir noch keinen. Ich glaube, wo soll man den noch hernehmen? Wir haben ja auch nicht gejagt. Landwirtschaft. Wie viel haben wir da einen? Landwirtschaftliches Wissen. Das bringt uns 5% mehr Erfahrungspunkte, Erfahrungsgewinn bei einer Tätigkeit. Also kriegen wir schneller Punkte zusammen. Alles klar, nehmen wir den Punkt. Ja, was haben wir denn hier noch? Das ist Überleben. Haben wir 6. Ich würde sagen, dann nehmen wir hier überall 2. Jawohl. Überlebenssinn. Da nehmen wir eine. Alles klar. Jetzt müsst ihr doch die Pilze und das Zeug sehen. Das ist es, genau. Dann haben wir hier handwerkliches Können, haben wir auch 3. Die legen wir alle 3 hier vorne rein, jawohl. So, und jetzt haben wir noch in der Gewinnung, haben wir auch noch 3 Kenntnisse in der Gewinnung. 5% mehr Erfahrungsgewinn. Und jetzt kriegen wir 10% mehr Erfahrungsgewinn. Und jetzt haben wir 15% mehr Erfahrungsgewinn. So, da wachsen unsere Punkte etwas schneller. Technologie, haben wir einiges freigeschaltet. Holzschuppen, einfaches Haus, Brunnen. Wir haben die Jagdhütte freigeschaltet. Wir haben das Nahrungsmittellager, da haben wir ja schon in den Scheunen haben wir freigeschaltet, den Hühnerstall. Dann haben wir hier die Werkstatt und die Küche freigeschaltet. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und jetzt flitzen wir weiter zum Unigast. Nützt ja nichts, diesen Quatsch müssen wir schon machen. Nützt ja nichts. Wir wollen ja irgendwann dann hier auch weiterkommen.
Und dann müssen wir das schön machen. Bloß dort vorne kann ich keinen Bogen kaufen, nix. Da werden wir dann im Herbst mal... Wie spät haben wir es denn wieder? 10.10 Uhr. Wir sammeln wieder noch ein paar Stöckchen und verkaufen noch ein paar Messer. Wie viele Stöckchen haben wir? 60. Wir brauchen zu viel, brauchen wir gar nicht mehr. Wir machen uns noch mal ein paar Messer, damit wir uns dann irgendwann einen Bogen kaufen können. Weiter. Gisela in Dings in Lesnica. Denn wir müssen auch dann irgendwann mal auf die Jagd gehen, um Jagdpunkte zu kriegen, um den Pferdenleser beizuschalten. Der ist auch sehr wichtig. So. So, Dings müssen wir mit der Jaro Kniva müssen wir ja auch noch reden. Die schickt uns ja dann los wohl. Da geht es um diesen verschwundenen Kollegen, der die Rocken holen sollte oder in der Richtung, genau. So, wir brauchen nicht mehr viel. 111 haben wir schon wieder zusammen. Stöckchen. Und dann nehmen wir auch gleich wieder ein paar Steine mit. Hier liegen ja viele. Oh, hier sind nur Wummis. So, und wenn wir überladen, da riecht ja schon. Und wir müssen erstmal waschen gehen, stimmt. Wir waren ja noch gar nicht waschen. Wir machen uns erstmal fix ein paar Messer. Diese 6. Schmiede beigeschaltet. Perfekt. So. Waschen tun wir uns nachher, bevor wir nach Gostobia reingehen. Na komm, finden wir noch einen 14. Vielleicht haben wir auch so viel Stöcke. Hier können wir doch Zweige abmachen, dass wir die Stöcke zusammenkriegen, damit wir ein paar Messer mehr machen können. Je mehr wir machen, je mehr können wir verkaufen. Und je besser sind unsere Einkünfte. So. Zwei nehmen wir noch mit, zwei Steine. Da können wir nämlich 2, 3, 4. Ja, 9 Stück können wir machen. EF machen wir nochmal 9 Messer. Und die 6 sind 15. Haben wir 15 Messer zu verkaufen. Das klingt schon mal nicht schlecht. Wenn wir jetzt nicht überlastet sind, haben wir alles richtig gemacht. Wir haben alles richtig gemacht. Jetzt laufen wir vor Richtung Gostobia. Gehen uns kurz vor Gostobia. Springen wir ins Wasser. Und sprechen mit dem Unigus. Dann müssen wir auch mit der Jaro Kniva sprechen. Mal sehen, wo wir die finden. Aber wir werden zuerst mit der Jaro Kniva sprechen. Das wird jedenfalls nicht so ein ewig langes Gelaber wie mit dem Unigus. So. Zuneigung einer Frau gebeten. Müssen wir mal lieber nach Borovo gucken, ob wir da was finden. Dann haben wir ja noch auch, wir haben ja so viele Dörfer in der Nähe. Wir werden schon was Passendes finden. Wir sind jetzt 19 oder auch gerade 18. Dann haben wir uns keine 29-Jährige, um Gottes Willen. So, jetzt rennen ins Wasser hier und waschen.
Enten jagen. So, raus hier. Vielleicht sammle ich doch noch mal später mal auf die Uhr gucken. 12.46 Uhr, das sieht doch noch gut aus. Da können wir doch auch noch ein paar Steine sammeln, oder? Nochmal 5 Messer machen. Das machen wir jetzt auch. Na komm, nimm den Stein. Hier sollte es im Sträuch gesehen, die du schnell abzumachen sind. Ja. Wie viele Stöckchen haben wir? Reichen. Haben wir schon 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Einen brauchen wir noch. Einen Stein. Und da hältst du wieder Ausschau und siehst gehen. Wie immer. Hier ist der 10. Da, 10 sollst du, den Stein sollst du nehmen. Und jetzt machen wir fix nochmal 5 Messer. Da haben wir wieder was zu verkaufen. Ja, ey. So. Da hätten wir jetzt, wie viele Messer haben wir jetzt? 6, 21, ja? Nee, 26. Oder? Wie viel haben wir vorhin gemacht? Mal gucken, mal nein. Da wissen wir es doch ganz genau. Was wollen wir jetzt hier rumrätseln? 19. Der hat schon wieder ein zweites Messer gesockelt. Was soll denn der Quatsch? F. So, 20 hätten wir jetzt. Alles klar. Ja, einmal 5, einmal 10. Jetzt noch mal. So, alles klar. 20 Messer, das bringt 300 Geld. Ich hoffe's. So, jetzt gucken wir zur Yarok Niva. Mit der müssen wir auch reden. Hallo! Wir kommen erstmal wieder. Wir haben wieder was zum Verkaufen. Mach's gut. Oh, nee, nicht mach's gut. Zeig mir deine Ware. Ja, du hast ja recht. So, ich habe ja erstmal 3x Bilzenkraut. Das brauche ich nämlich noch nicht. Da bin ich noch nicht so weit, dass ich das unbedingt brauche. Dann habe ich hier 42 Federn. Das kannst du kriegen. Dann habe ich noch ein Gänseblümchen. Den kannst du auch kriegen. Dann habe ich noch 7x Löwenzahn. Das kannst du kriegen. Dann habe ich 4 Pelze. Die brauche ich auch noch nicht. Den einen Stein, den kriegst du noch, und jetzt kriegst du diese 20 Steinmesser, und ich habe knapp, ich habe über 900 Geld. Alles klar. Haut hin. Mach's gut, meine Liebe. Und weil, jawohl. So, wo finden wir jetzt die Yarok Niva? Wer ist denn das? Das ist der Unigast, oder? Das hier oben ist doch irgendwo die Yarok Niva. Die muss doch hier irgendwo sein. Das könnte sie doch sein, oder? Nee, das ist die Dobrumira. Keine Ahnung, wo die sich rumtreibt, die Yarok Niva. Yarok Niva, wo bist denn du? Also, so wie mir. Schauen mal über das Journal. Quatsch. Tagebuch, hier warst du. Ich finde heraus, was mit der Roggenlieferung nicht stimmt. Ach so. Da müssen wir doch erstmal zur Yarok Niva. Oder? Und 8 Schmäler der Lüfte. Soll die wirklich dort drin sein? Ist die hier drüben? Ich habe vorher niemanden da drüben auf dem Feld gesehen. Oh, die ist irgendwie verschwunden, oder? Ah, hier ist er. Das ist er doch.
Jaruk Niva, guten Tag, Jaruk Niva, Dogromir schickt mich. Habe gehört, dass ich Schengen mit Raum geliefert will, stimmt das? Ich bin gerade eingegangen. Entschuldige, ich wollte nicht unnötig sein. Ich hatte gerade einfach nur andere Sachen. Ich will dich nicht stören. Ich wollte nur wissen, was mir in Rocken ist. Einer werden Rocken diesmal nicht bereitstellen können. Die andere ist verdorben und kann alles. Machen mir keine Sorgen, aber liefern Rocken als Rollnika bestellt. Hätte eigentlich schon gestern hier sein sollen. Keine Ahnung, was passiert ist. Nadar ist normalerweise sehr pünktlich. Vielleicht könntest du ihn besuchen und sehen, was mit der. Mit was alles. Ob alles in Ordnung ist. Mache ich. Das ist doch ganz logisch. So, jetzt gucken wir, wo der Unikos steckt. Der alte Labersack. Das will uns wieder das Blaue vom Himmel erzählen, wahrscheinlich. Wir gehen erstmal nur noch an den Fluss, müssen was trinken. Wir müssen erstmal was trinken. Da liegt vielleicht noch daheim und schläft seinen Rausch aus oder was. So, wir stellen das Journal gleich nochmal um, dass der mal, wo der Unikos sich rumtreibt. So, alles klar. So. Journal, Tagebuch, Unikos Geschichte, F. So, wo ist er? 28. Was? Da sitzt du vorne im Wirtshaus wahrscheinlich, oder? Bestimmt. Und hier kommt er doch. Hi, Unigost. Aha, natürlich verstehe ich. Ist alles in Ordnung? Eigentlich bin ich. Es hat einen Mord gegeben. Ach, die Güte, ich dachte, sowas passiert nicht so oft. Ich mache sie jetzt auf den Weg im Shop, das Verbrechen und Fragezeichen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mich erwartet. Vergiss nicht, dass es kaum aufrechte Menschen gibt. Ein Wunderheiler getroffen. Was beiseite rasumieren. Das ist eine erste Angelegenheit. Ich kann im Moment keine weiteren Geschichten erzählen, aber ich denke, dass es jemanden gibt, den du treffen solltest. Sein Name ist Sambo. Alles klar. Rammelnacher zum Sambo. Meinst du das im Ernst? Alles klar. Richtig. Sambos Haus auf der Karte eingezeichnet. Alles klar. Oh, du machst gut. Mache ich mich auf den Weg. Alles klar. So, jetzt können wir warten, bis wir mit Sambo reden. Jetzt können wir uns erstmal um unser Zeug kümmern. Der hat einen Mord aufzuklären. Ob das alles so stimmt, was der uns erzählt? Das glaube ich nämlich noch nicht so richtig. Und das sind immer noch die drei Grazien von vorhin. Ah ja, alles klar. Noch nichts Neues dazugekommen. Wir gucken mal über nach Borowo. Wie spät haben wir es? Wir haben 16.05 Uhr. Der Tag ist sowieso so gut wie zu Ende. Zu Hause kann man nichts mehr groß machen. Aber zu Hause sind es sowieso dunkel. Also machen wir eins. Wir sammeln hier nochmal ein paar Stöckchen. Zumindest so. Wenn alles klappt. 100 Stück. Dass wir noch ein paar Messer ballen. Damit wir da drüben noch was verkaufen beim Falibor oder Falimir. Ich merke mal den seinen Namen nicht. Bis bloß Falibor oder Falimir. Irgendwann merke ich mir den Namen auch. Hier nehmen wir doch schon mal einen Stein mit. Da können wir auch gleich mal gucken, ob dort oben irgendwas am Feuer sitzt, was unsere Aufmerksamkeit erregen könnte. Ästchen haben wir schon, 100 brauchen wir für die Messer. 20 Steine brauchen wir, die dürften wir hier eigentlich ratzfatz zusammen haben, denn hier unten auf dem Ufer liegen auch relativ viele.
ganz schön düster, merkt ihr das? 89, 91, 91 Städtchen haben wir schon. 93, auch so viel brauchen wir nicht mehr. Jetzt haben wir sie gleich geschafft. 100, genau. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Steine. Wie viel haben wir? 9 haben wir schon. 10. 11. 12. 14, 15, 16, 17. Wenn wir nämlich ordentlich Geld zusammen haben, dann können wir dann auch zur Mathilda und können uns einen Rucksack kaufen. 18, 19, komm, einen Stein brauchen wir noch. Da ist er. Gut, jetzt brauchen wir uns noch fix ein paar Messer. 10 Stück, so nochmal 150 Geld. Das ist wie überall, ohne Moos nichts los. So, jetzt gucken wir mal. Der Falimir, Falibor. Wer bist du? Der Falibor. Hallo, Falibor. Zeig mir dein Newcomer. Never disappoint. Ja, ja, du. 10 Messer habe ich für dich. F, E, F. So, ich habe jetzt 1106. Mach's gut. Goodbye. Hast du irgendwelche Waffen? How can I help you? Best goods in the valley. Ach ja, haben wir nicht die Taschen voll. Best goods in the valley. Nee, hat er keine Waffen. Der hat nix. Alles klar, mach's gut, mein Freund. See you soon. Noch sind wir keine Freunde. Machen wir mal sehen. So, mal hoch ans Feuer. Mal sehen, was dort sitzt. Ist das jetzt schon wieder 18.02 Uhr? Das ist klar. So, mal gucken, was hier ist. Das sind alles Kerle. Wer ist das? Der Radomira. Na, wollen wir mal schauen, wer das ist. Was das ist, wenn ich weiß. Der Radomira. How can I help you? 28, zu alt. Mach's gut. Goodbye. Der Edita. How are you? 25, zu alt. See you soon. Also die Inga, das ist der. Mit der dürfen wir, die kann man ja nicht flirten. Nice to meet you. Die wäre 20, aber auch noch zu alt. Für ein 18-Jähriger. See you soon. Ach, see you soon, ja, ja. So, wer ist das jetzt hier? Die Irmina, mit der kann man nicht flirten. It's nice to meet you. Romantik, nee, nee. Ach, 52 ist die, um Gottes Willen. Mama, nee. Farewell. Nee, nee, gut. Wir gehen nach Hause. Hier ist nichts. Nichts Brauchbares gefunden. So, da flitzen wir halt mal nach Hause wieder. So, naja, die dritte Folge ist etwas kürzer, ein paar Minuten. Alles klar, meine Freunde. Wir sehen uns im Herbst wieder. Der Sommer geht zur Neige und unsere Aufnahme auch. Ich flitze jetzt noch nach Hause und das soll es dann gewesen sein erstmal für den Sommer. Mehr können wir heute nicht machen. Ich muss sehen, wie es aussieht. Eine neue Hasenfalle werde ich noch bauen. Stöckchen haben wir ja genug, denke ich mir. Oder da finden wir auch noch welche. Alles klar, meine Freunde, wir sehen uns im Herbst wieder. Ciao, bis zur nächsten Jahreszeit.